Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, weiter geht's mit der zweiten Staffel, also mein zweiter Account. Immer noch Level 59 und ich bin jetzt wieder zurück zum Makumaku-See. Und ja, werde hier ein paar Payaras und ein paar Arapaimas fangen. Habe jetzt gerade schon ein Payara gefangen in Trophy-Größe. Allerdings mit der starken Route gibt es dann nur 576 XP, aber immerhin 2000 Cash. Route und Köder sehen so aus. Das ist die Tethys 250 bis 25,5 Kilo. Mit Leviathan 9000 bis 24,2 Kilo, dazu die Braid 029 mit 25,9 Kilo, das Titanvorfach 035 mit 25,1 Kilo, Bassbait 28 Gramm Raute 50 und daran gehängt noch eine Larve 10 cm. Angeblich in Gelb, aber das ist ja kein Gelb, das ist Orange. Warum da Gelb steht als Farbe, weiß der Teufel. Oder der wahrscheinlich noch nicht mal. So, das Ganze hier wieder an meinem Spot. Mit dem Boot hier bis hier hinten hin. Da vor diesem Seerosenfeld stehe ich mit der Spitze des Bootes. Da ist das Seerosenfeld. Und jo, werfen tue ich in die Richtung. Und da habe ich, wie gesagt, gerade eben ein paar Jahre ein Trophy. Habt ihr gesehen? 10 Köder mit Tempo 3 bis an die Oberfläche und dann mit Tempo 1 ziehe ich ihn über die Oberfläche. Weil wir haben heute Sonne und hohen Luftdruck. Da beißen die Fische schon gern auf Oberflächenköder. Ja, da war ein Bissversuch. Leider ein Fehlbiss. Boot ist hier schon ein bisschen vom Standort abgekommen. Ich noch mal neu ausrichten. Probieren wir es mal da, dicht an dieser kleinen Insel vorbei. Wir noch auf den einzigartigen Payara. Und sobald der gebissen hat, werde ich auf Arapaimas gehen.
paar Jahre sind leider nicht so häufig. Da mal höchstens so zwei, allerhöchstens drei Stück in der Ingame-Stunde. Will hier gar nichts beißen. Diese Endgame-Stunde ist ein paar Jahre gefangen in Trophy, den ihr gesehen habt am Anfang des Videos. Und deswegen hoffe ich hier noch auf den zweiten. Aber in der Richtung scheint gar nichts los zu sein, nicht mal ein Fehlbiss. Dann werden wir wieder dahin. Da haben wir was. Könnte natürlich auch ein Arapaima sein. Na, Arapaima, wie es aussieht. Jawohl. Ein junger Arapaima hat sich da verirrt an meinem Köder. Upsa, aus Versehen falsche Taste erwischt. Ja, irgendwie haben sie die E-Motoren langsamer gemacht, bin ich immer noch der Meinung. Die waren mal schneller, beweglicher wie eine Schnecke hier. Wir haben wieder einen Platz.
Jetzt hätte ich aber gerne mal wieder ein paar Jahre. Da wollte was beißen. Hat aber leider daneben gebissen. Linie versuchen wir nochmal. Jede Menge Arapaimas unterwegs. Direkt vor meiner Nase hier. Aber irgendwie will kein paar Jahre mehr beißen hier. Ganz merkwürdig. Ein einziger ganz am Anfang und dann sogar gleich ein Trophy. Und dann war es das. Mit paar Jahres. Aha. Das ist aber ein kleiner. Oh, gibt auch 1111. So, probieren wir noch mal die Seite. Da wollte was beißen.
Da wollte ich wieder was beißen. Da hinten will immer irgendwas beißen. Könnte ein großer Paar Jahre sein. Probieren wir es noch einmal. Nee, die Seite nur Fehlbisse bis jetzt. Dann probieren wir es mal an der Stelle. So kommt der Köder nicht hoch. Jetzt. Da wollte wieder was beißen. Oh, sehr viele Fehlbisse hier, komischerweise. Nervt mich schon wieder. Jo, und nochmal ein Fehlbiss und das war ein Prikon, glaube ich. Und da haben wir den Brikon. Genau so einer war das gerade, der im Fehlbiss hatte. Gut, also da weiter links sind die Brikons. Gehen wir mal dahin.
Sehe gar nichts. Einmal nach der Beißkurve gucken. Ja, müsste aber jetzt langsam wieder losgehen mit guten Bissen. Und ein Piranha, sogar ein Trophy. Besser als gar nichts. Ups, das war wieder ein Brikon, glaube ich. Das war kein Pajara. So, probieren wir es mal da hinten. Ja, viel zu viele Fehlbisse. Die Fische sind hier nicht gut trainiert auf Oberflächenköder. Nur jeder sechste, siebte Fisch schafft es, den Köder wirklich zu schnappen. Das ist blöde hier.
Aha. Tatsächlich mal wieder ein Biss. Und ist auch ein paar Jahre, aber ein kleiner. Nicht mal ein Troppi. Statt größer werden sie immer kleiner. Und wieder ein Fehlbiss. Und noch ein Fehlbiss. Das war wieder ein Brikon. Oder ein schwarzer Piranha. Kann man nicht so genau sehen, was da weggeschwommen ist. Weil es so glatt heute das Wasser, dass man die Fische sehen kann. Auch den ersten Angriff von dem Trophy-Pajara habe ich von rechts kam der angeschossen und hat sich den Köder geschnappt. Aber wieder ein Fehlbiss. Da konnte man aber nicht sehen, was das war. War zu weit weg. Und noch ein Fehlbiss. Ja, jetzt kommen langsam mehr Fischspawns. Und ein Piranha. Ich hoffe immer noch auf den einzigartigen Paihaarer. Jetzt müssen aber langsam mal die fetten Bisse kommen hier.
tut sich hier schon wieder gar nichts mehr. Trotz bester Beißzeit. Zwei Fehlbisse hintereinander, bei einmal einholen und dann Feierabend hier, oder was? Spawnen schon wieder keine Fische mehr. Gut, werfen wir nochmal zur anderen Seite. Aha. Das sieht aber eher nach Arapaima aus. Oder ein einzigartiger Payara. Der könnte auch so abgehen. Nö, ist ein Arapaima, sieht man schon. Uiuiui. War auch nur ein Junger. Und der geht so ab. Na klar, an der Rute. Hat ja nur 25,5 Kilo und die Rolle, ja, die Rolle sogar nur 24,2 Kilo Bremskraft. Da geht so ein 29 Kilo Fisch dann auch schon mal richtig spazieren, ne? Auf der Seite tut sich irgendwie gar nichts mehr.
Nee, Emmy will da gar nichts mehr auf der Seite. Nicht mal mehr im Fehlbiss. Absolut tote Hose. Seit den letzten zwei Fehlbissen da ist dann nichts mehr los. Aha. Auf der linken Seite ist was los, aber leider nur ein Fehlbiss und das war ein richtig fetter. Entweder ein Arapaima wieder oder ein fetter Pajara. So wie das geplatscht hat. Ist ja echt mager die Ausbeute hier bis jetzt am Maku Maku. Das war echt mal besser hier. Ich glaube, Zeiten da hat man hier Minimum seine drei Stück gefangen hier, Pajaras, Ingame-Stunde und nebenbei noch ein Arapaima und ein paar Brikons und Piranhas. Mittlerweile fängt man hier so gut wie gar nichts mehr, Emmy. Zwei Fische die Ingame-Stunde. Ist echt lau. Vielleicht drei Ingame-Stunden und mal gerade 70 Kilo. Das sind 23,33 Kilo pro Ingame-Stunde. Lächerlich. Wie gesagt, man muss immer erst meckern. Und wieder ein paar Jahre, aber wieder nur ein kleiner. Was ist hier los, ey? Gibt es hier keine einzigartigen Trophys mehr? Ein einziger Trophy nur ganz am Anfang?
Und wieder ein Fehlbiss. Ja, gute Beißzeit ist gleich vorbei und es hat kaum was gebissen. Ne? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht, was hier los ist. Richtig gute Beißzeit ist durch. Jetzt ist nur noch so gemäßigte Beißzeit. Die nächsten zwei Ingame-Stunden. Besser gesagt, diese und die nächste. Mager geworden hier. Makumaku lohnt sich gar nicht mehr. Kommt man nicht voran. Ich weiß schon, wie ich das Video nennen werde. Weil das wird gleich beendet, das Video. Spätestens um 9. Das sind 4 Ingame, 3,5 Ingame-Stunden. Ungefähr Aufnahmezeit. So ist mein Mittelwasser. Stop and go. Einfach keine Fische. Jedenfalls nicht genug. Ja, und ein Fehlbiss. Also liegt nicht an der Köderführung. Selbst mit Stop and Go im Mittelwasser hat man genauso Fehlbisse. Und wie gesagt, es gab eine Zeit, da haben die hier auf Oberfläche wie verrückt gebissen bei Sonne. In den Morgenstunden und in den Abendstunden. Jeder zweite Auswurf war ein Fisch dran. Wie soll man hier einen 500 Kilo Kescher voll bekommen über den Tag?
wenn hier so wenig Fische spawnen. Na, bis 9 Uhr werde ich das Video noch laufen lassen. Und ich werde mit euch, kaum habe ich die Aufnahme ausgemacht und werf aus, ohne neue Aufnahme zu drücken, beißt ein einzigartiger Pajara. Da wieder ein Fehlbiss. Was das soll mit den 1000 Fehlbissen denn wieder? Noch ein Fehlbiss und noch ein Fehlbiss. Der hat es gleich zweimal probiert. Muss nicht unbedingt der gleiche gewesen sein, aber wäre möglich. Und das wurde schon wieder sonst wohin getrieben. Ja, das war ein paar Jahre. Hat man gesehen, als er weggeschwommen ist. Länglich mit der großen Schwanzflosse. Und Silber. Fehlbiss. Makumaku, der Fehlbisssee. Wäre ein guter Titel fürs Video.
Ich glaube, ich werde wieder woanders leveln. Hier kann man nicht leveln. Unmöglich. Haben sie kaputt gemacht, den See. Außer man geht hier nur auf Arapaimas, aber da habe ich keine Lust zu, hier stundenlang nur auf Arapaimas zu angeln. Paar Jahre, aber wieder nur ein kleiner, wie es aussieht. Höchstens Trophy. Normaler. Das ist so langweilig. Wenn hier nur normale beißen und ein einziger Trophy. Aha. Wahrscheinlich wieder ein Arapaima. Glaube ich, habe gerade schon gesehen, wie er aus dem Wasser geguckt hat. Prima. Das sind nur junge Arapaimas beißen, nämlich. Keine Trophys. So, die 101 Kilo haben wir geschafft. Oh, Leute, schauen wir noch mal in den Kescher, was wir jetzt haben. Stunden. Gerade 11 Fische. Sind 2,5, 2,66 Fische. Also noch nicht mal 3 Fische pro Ingame-Stunde. 12.000 Cash. Noch lange nicht die Kosten drin. Ein paar Jahre in Trophy-Größe. 1, 2, 3 normale Paar-Jahres. 4 normale. Vier normale Paiaras und drei junge Arapaimas, ein Brikon und zwei Piranhas. Das ist lächerlich. Absolut lächerlich. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.